Hallo Leute, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Dead Space mit Pierre. Und Marc. So, nachdem Marc in der letzten Folge weggelaufen ist wie ein kleines Mädchen, habe ich jetzt mal das Ruder übernommen und darf mich jetzt Und hier. darfst auch weglaufen wie ein Ein kleines kleines. Mädchen. Ich hab's fest vorher. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. So, Bitte und wenn wir sofort jetzt ganz viel Glück Fachspezialisten haben, hat kontaktieren. das Speichern sogar bewirkt, dass die Gegner nicht einfach neu spawnen. Ich glaube, die spawnen sogar beim Speichern neu. Fällt mir gerade ein. Eintrittsvakuum. Jetzt geh einfach rein. Also hier nicht, hier ist alles gut. Alles tutti. What the? Nichts ist gut. Nichts. Absolut nichts. Der im Hintergrund ruckelt so vor sich hin. Ach, schade, dass du ihm kein Damage damit gemacht hast. Ja, aber das sind die Gegner, die ich noch übrig gelassen habe. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und So, ja, Klimasysteme. Zustand wir haben bedrohlich. nicht viel Zeit, deswegen Fachspezialisten auch kontaktieren. zum Sammeln keine Zeit, einfach mal durch. Ja, dafür auch keine Zeit. Aber da war ein Medikit. Alles egal. Was? Wohin? Ja, passt schon, du kannst die Sachen verschieben. Das sind Schränke, die man verschieben kann. Also ich weiß nicht, ob man. Ja, nee, du musst da sogar außen rum, kannst sogar außen rum gehen. Bei denen. Also es gibt Schränke, die man verschieben kann, die sind es nicht. Da muss ich aber So, rein. ja. Und immer schön nach. Nee, egal. Drück B. B, 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 B. Ja. Alter, B. Was? Wohin? Vielleicht doch Schränke verschieben. Weiß ich nicht. Da wahrscheinlich irgendwo. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das wirst du nicht überleben. Ja, Fehlfunktion der das wird angezeigt, die man verschieben kann. Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte Alter, sofort wer versteht denn den Fachspezialisten Scheiß? Was soll denn der kontaktieren. Kack? Ich würde fast nochmal rausrennen. Komplett raus. Geh raus. Geh, scheiß drauf, geh raus, geh raus. Du Ja, hast ich kein. versuch's, ich versuch's, ich such grad den Links, Ausgang. links, links. Links und Rechts, dann rechts, rechts und dann rechts. links. Ja, aber das wirst du nicht überleben. Keine Chance. Absolut unmöglich. Was, wo? Okay, ich check das nicht. Ich check das nicht. Ich dachte wirklich, das wäre hier. Ja, das war's. Das Haben wir war's. irgendwas? Nee, Haben haben wir wir nicht. Sauerstoff? Nein, haben wir Vielleicht nicht. ist da Vielleicht im Sauerstoff Kasten. drin? Nee. Natürlich ist da kein Sauerstoff. Das war's. Ich würde wenigstens. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Ach, Okay, da da ist wäre die Tür. rausgegangen. So ein Müll, wirklich. Ach, da wäre es Fehlfunktion gewesen. der Okay. Ey, ist das ein Scheißdreck. Hä, wo muss man denn da lang? Ey, keine Ahnung. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass da rechts zumindest ein Energieknoten ist. So, du gehst jetzt rein, machst alle Viecher platt und gehst wieder raus und sammelst erstmal Luft. Alles anderes bringt überhaupt nichts. Na gut, dann machen wir das mal so. Fehlfunktion der Ja, Lebenserhaltungs- und Fehlfunktion, bla Klimasysteme. bla Zustand bla. bedrohlich. Bitte sofort Wartungseintrittsvakuum. Kannst du nur auf Probleme hinweisen, aber keine Lösung anbieten. Traurig ist es, traurig. So. Du, ich glaube, da ist jemand. Boah. Alter, wieder auf einen zuglitscht, ey. Sind die berühmten Ruckelripper. Du, ich glaube, da sind noch mehr. So, hier rechts drin ist jetzt erstmal der Energieknoten, den ich vorhin gesehen habe. Und vielleicht gehen wir danach auch direkt nochmal raus und schauen dann nochmal. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Och, ja, ist doch Klimasysteme. gut, Zustand Alter. bedrohlich. Bitte sofort So eine Wartungsspezialisten Scheiße, die kontaktieren. labert. Ja, was laberst du? Ja, ey, was da los? Und jetzt, wenn die Tür zugeht, müssten Ende wir des genau wieder Vakuums. Sauerstoff haben. So, und dann probieren wir es einfach nochmal. Eintritt Vakuum. Also, die Brotkrumen sagen, wir gehen nach rechts, also gehen wir nach rechts. Dann sagen die Brotkrumen, wir gehen nach links, also gehen wir nach links. Nach links. Gut. Nach unten? Fehlfunktion der Nee, Lebenserhaltungs- und geradeaus. Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten Ja, da muss man kontaktieren. irgendwas verschieben können. Doch, schon mal nach links. Schon mal nach links. Da musst du hin, glaube ich. Da muss es sein. Ja. In dieser seelenlosen Kiste? Nee, aber irgendwo da. Das kannst du mal suchen. Hä? Wir gehen gerade komplett im Kreis. Mal B.
wahrscheinlich da drin. Nee. Hä? Was will das Spiel? Und dann willst du, dass wir hier lang gehen. Und dann willst du, dass wir das aufnehmen. Oho, okay. Ich glaube, wir sind einfach strunzblöd. Ich glaube, das ist so spät, das ist der Punkt, wo man mal anerkennen muss, dass man wirklich strunzblöd ist. So. Ende des Vakuums. Ende der Scheiße. Ja, passt. Ah, perfekt, okay. Da gehen wir auch nicht mehr rein. Nee. Für kein Geld der Welt gehe ich da nochmal rein. Wir speichern jetzt auch erstmal. Ja. Ich war trotzdem überrascht, dass keine neuen Gegner gespawnt sind. Ich habe das nämlich mal irgendwie, vielleicht war es auch im zweiten Teil, aber in irgendeinem Dead Space war das so, dass die Gegner respawnen, wenn du gespeichert hast. Oh Mann, okay. Ja. Ist ja auch krass eigentlich. So, dann geht's hier. Und dann halt geladen hast, das noch dazu, halt, dass du die gleiche Stelle dann nochmal machst, um meinst, du könntest dann. Meinst du, könntest dir erlauben, da nochmal durchzugehen? Ja. So. Dann fordern wir doch mal den Aufzug an. Jo, kannst gerne benutzen, wenn du möchtest. Zack. Sie sind leider zu schwer, sie müssen alle ihre Items ablegen. Ja, nee. In Silent Hill 2 war das so ein Gag, den sie dir da mal gebracht haben, dass du wirklich alles ablegen musstest. Und dann? Bist du mal rumgelaufen, ohne Items. Also auch ohne Taschenlampe, ohne alles. Ne, der ist abgehauen. Den haben wir schon kaputt gemacht. Ach, da lang. Okay. Ja. Der kommt schon wieder, wenn er Bock hat. Wahrscheinlich schon. Ja. Dann gehen wir hier mal lang. Zum Wohndeck. Wir bringen die Menschen in die Zukunft. Ja. So sieht's hier auch aus. Wohnlich und zukunftslastig. Matsch, Matsch, Matsch. Grüß dich. Jo, da kommt noch einer. Ja, boah, diese Spinnenköpfe erinnern mich immer so frappierend an sowohl an Doom 3, als auch, wo das Original herkommt, aus The Thing. Von John Carpenter. Okay, das habe ich glaube ich nicht gesehen. Ey. Ach doch, das war dieser Film mit den Eismonstern? Oder auf dem Eisplaneten? Ja, nee, oder so? Die sind nicht auf dem Eisplaneten, die sind in der Antarktis und so einer Forschungsstation. Sag ich doch, der Eisplanet. Nee, der Eisplanet Erde. Und die finden dann irgendwie so ein. Also, das sind erst so Norweger, aber die irgendwie angreifen, keine Ahnung. Und dann irgendwie haben die Hunden so einen Hund dabei und der Hund ist infiziert mit irgendwas und da kommt halt so ein. Dieses Viech raus. Und das ist halt, und das im Prinzip genau die gleiche Geschichte wie da, mutiert auch alle Leute und das ist halt eine geile Atmosphäre, weil du halt nie weißt, wer gerade dieses Viech beherbergt. Okay. Ein grandioser Film, kann ich wirklich nur empfehlen. Und auf jeden Fall gibt es da auch so eine Szene, wo so ein Kopf mit so, auch so Tentakelbeinen rumläuft. Cutter bringt ja nicht mehr viel, jetzt kannst du Schreienkanone schon machen. Ja, da kann man eigentlich nur noch, dann später mal Kapazität nochmal, falls wir nochmal Munition brauchen. Wenn man es mal braucht. Und ansonsten können wir uns mal das Spiel Rick. Haben wir schon, haben wir voll. Da haben wir die Trefferpunkte schon voll. Ja. Mann, mal mehr Luft, gar nicht so blöd. Ja, das eine Mal wurde jetzt Luft gebraucht. Das ist echt so, nicht. So, schauen wir mal, was bringt das Chinese-Ding? Würde ich auch nicht machen. Nur die Reichweite. Ja, das erst recht nicht und würde ich beides nicht machen. Scheiß drauf. Scheiß wirklich. Das ist wirklich komplett das Schlechteste, was du machen kannst. So, was kann denn die Strahlenkanone? Wir haben hier einen du kannst Schaden direkt aufwerten. Wenn du oben, einmal nach rechts und dann einmal hoch. Die Nachladezeit wäre bei der Waffe tatsächlich auch gar nicht so blöd, weil es so lange dauert. Ich würde zuerst den Schaden machen. Ja, aber ich sag nur, dass wir es mal machen sollten. Weil aber du kommst ja auf Nachlade sowieso, wenn du auf dem Weg zum Schaden bist. Also einmal, glaube ich zumindest, ja. Nee. Nee, doch nicht. Zu keinem Zeitpunkt. Was ist denn Bre? Die Breite. Da wird es noch breiter. Ist gar nicht so schlecht wahrscheinlich. Was ist Min? Ach, die Minenkraft, okay. Dann gehen wir aber hier oben lang, oder? Ja. Weil die Alternative, das ist kapliziert. Naja, oben kommt man an mehr Schadensabplatz vorbei, das macht schon Sinn. Passt, alles tutti. Oh, Twinkle, Twinkle, Little Star. Hört man gerade wieder. Und die Werkbank klingt selber auch immer mega gruselig. Das erinnert mich immer so mächtig dran, dass viele Kindergeschichten, Märchen und Kinderlieder eigentlich irgendwie mich, glaube ich, mehr verstört haben als irgendwelche Horrorfilme, die ich teilweise
Ja, es sind ja immer so ganz komische Moralgeschichten, gerade bei Ey, Märchen und ey, Alter, Fabeln. der Struwwelpeter ist ja wohl das Ja, Brutalste, was du Kindern erzählen kannst. gerade alles, was so die Gebrüder Grimm gesammelt haben, sind schon Ja. immer ganz schön krasse Geschichten Ich werde eigentlich. meine Kinder sicherlich auch verstören mit dem Struwwelpeter, aber dennoch ist es schon ziemlich hart. Man hat ja als Eltern schon einen gewissen Bildungsauftrag. Muss man den Kindern schon erklären, wo Da der Mann ist herkommt. einer. Ich sehe ihn schon. Bom, 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 bom. So richtig geilen Schaden macht der Plasma-Cutter jetzt. Der hat gerade gedacht, er kann sich an uns reinschleichen, aber da haben wir uns einfach an ihn reingeschlichen. Das muss ja auch mal passieren. Und ihn dann voll aus dem Bild getreten. Da habe ich ihn noch so getreten. Weißt du was? Ich glaube, der hat sowieso gemeint, du hättest es abgeschmatzt. Was? Ich behaupte, dass ich hätte ja abgeschwatzt. Das stimmt natürlich nicht. So. Die Strahlenmunition nehmen wir auch noch mit. Zero-G-Basketball, wie geil ist das denn? Das stelle ich mir tatsächlich Ja. richtig nice vor. Er fliegt gleich rein. Wumm. Also boah, das wäre das geil, wenn es das gäbe. Gibt's sicher irgendwann. So, Plasmaenergie nehmen wir gerne auf. Was ist das wieder ein Schema für irgendwas? Anzug Level 5, okay, doch. Tatsache, gibt's den wirklich? Okay, Marc, dann muss jetzt leider die Sparphase wieder anfangen. Nein, ja, Weil den kriegen wir sonst wir müssen ja eh nie. nicht mehr groß was kaufen. Also mir fällt jetzt spontan nichts ein, was man holen Wir bräuchten sollte. mal wieder ein paar Halbleiter. Ja. Wie wär's Aber. mit Ganzleiter? Uff. Es geht wieder los. Marc hat heute wieder einen guten Tag, Leute. Er hat zugeschlagen. Das darfst du mal lesen, das letzte Mal war mir zu anstrengend. Ich kann nicht lesen, warte. Stellen Sie sich auf die beleuchtete Plattform und aktivieren Sie sie, um das Spiel zu starten. Springen Sie auf so viele Wertungsplattformen wie möglich, um Ihren Punktefaktor zu erhöhen. Verwenden Sie dann Ihr Chinesenmodul, um den Ball zu fassen und in den aktiven Korb zu werfen, bevor der Wurftimer abgelaufen ist. Nach jedem Level öffnet sich ein Spind mit einer Belohnung. Oh, es ist ein Ja, Minigame-Zernet. wenn du es machen möchtest, ist es mir eigentlich. Anschauen würde ich es mir mal, ja. Ja. Weil vielleicht gibt es ja da die Halbleiter, die wir gerade gesucht haben. Okay, das heißt. Eintritt Schwerelosigkeit. Warte mal, was ist denn das? Ich glaube, Oder. da aktivierst du es wahrscheinlich. Ach Könnte so. ich mir vorstellen, also ich weiß es nicht. Aber. Ach, wahrscheinlich ist hier schon Springen, keine. Ist hier schon. springen. Jetzt Schwere, hat sie ja gerade gesagt, Eintritt Schwerelosigkeit. Ich höre. Ach, Nuff-Karte ist das, okay. Die. Oh, erstmal geht. Also, bevor du Basketball spielst, vielleicht erst die Gegner platt machen. Ja, das ist nicht so. Autsch. Wow. Wo ist denn der? Alter, Mann. Links. Ja, ist ja gut jetzt. Alter, nervt mich halt. Ich komme aber auch von allen Richtungen gerade. Was, der lebt noch? Ja. Das war alles eine ausgeklügelte Falle, um mich in Sicherheit zu wiegen. Es gibt gar kein Minigame. Alter. Der will aber auch, dass man alle Ärmchen abtrennt. Ich würde Health genau sowieso, also prinzipiell jetzt mal nehmen. Mal verwenden, ja, da vorne ist auch noch. Das nehmen wir auch, das können wir auch gleich anbringen wahrscheinlich. Da noch irgendwas Nützliches gedroppt. Nee. Okay, Oh Moment, Mann. dann machen wir jetzt erstmal. Das hatte jetzt so ein bisschen was von so einem Gina Wild-Film, beschossen von allen Seiten. Ja. Und. Ah, ich würde vielleicht sogar jetzt mal kurz. Ja, oder wollen wir das mittlere noch nehmen? Nee, lass ich das so. Ich glaube, das wäre Mikrometerverschwendung. Was ist das? Ich weiß es nicht. Mhm. Also willst du es noch spielen oder willst du es sein lassen? Ich würde es mir mal anschauen, glaube ich, einmal, aber jetzt müssen wir nur mal gucken, von wo man es Ja, aktiviert. ach so, keine Ahnung. Ich habe es noch nie gemacht. Keine Ahnung. Das sind so die Arten von Minispielen, wo ich nie Bock drauf habe. Wahrscheinlich da, könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Alter, es muss doch einen Schalter geben oder sowas. Da vielleicht. Hui.
Ach, oder muss man das von drinnen machen? Ja, wahrscheinlich. Das kann sogar sein. Ah, da. Da war's. Ploppt einfach so auf. Start. Spiel wird gestartet, Level 1. Da fliegt einer raus, gerade eben geradeaus. Und jetzt muss ich auf diese... Da fliegt gerade ein Ball rum, gell? Weißt schon. Ja, ja, aber ich muss ja erstmal auf die leuchtenden Plattformen scheinbar. Ach, da, auf die rote. Hm, ja. Mist. Wacka, 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 wacka. Jetzt auf die da vielleicht? Ich verstehe nicht, welche Plattformen angezeigt werden gerade. Hm. Ah ja, das war richtig. Vielleicht, ich mach dir nichts vor, so gewinnst du nicht. Meinst du wirklich? Hm. Wacka, 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 wacka. Aber ich verstehe nicht, woran sieht man denn, auf welche Plattform man springen muss? Das gibt's ja gar nicht. Keine Ahnung. Da leuchtet's. Da würde ich auf jeden Fall rausspringen. Und jetzt dahin. Ich sehe nichts. Und dann vielleicht. Nee, dann hätte ich wohl noch irgendwo anders raufspringen müssen. Das Spiel ist sehr merkwürdig. Ja. Da muss ich jetzt erstmal hin, so. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. So, dann dahin. Und daneben mir habe ich doch auch leuchten sehen. Oh. Ja. Ach so, vielleicht hätte das schon gereicht, um irgendwas zu aktivieren. Oh, das ist so, das Spiel ist so strange. Ja. So, da läuft jetzt der Timer, also zack, dahin, 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 und dann, aber da leuchtet doch kein Korb. Ja, jetzt ist Game Over. Wir sind zu dumm, halt. Ja, ich nicht, ich hab nicht mitgespielt. Was heißt, du hast nicht mitgespielt? Also jetzt einmal probiere ich es noch. Ich bin jetzt wirklich, ich bin jetzt echt neugierig. Level 1. Da ist eine leuchtende Plattform. Schwupp, auf die nächste. Das ist, da ist eine leuchtende Plattform. Und da hinten ist eine leuchtende Plattform. Und jetzt? Habe ich jetzt Punkte gemacht? Ja, das ist doch. Ich dachte, das mit den Plattformen wäre nur dazu da, um den Timer. Also, um den Scorer hochzutreiben. Ach, meinst du? So habe ich das verstanden, als ich das gelesen habe. Hättest du mal das Textlog besser gelesen? Ja, ich hab gelesen und nicht inhaltlich. Ich habe blind die Buchstaben in der Kombination aufgesagt, aber. Ohne de facto wirklich Informationen zu verbreiten. Ja, der war ja super. Ja, also wir sammeln gerade auf die scheinbar Punkte. Also jetzt gehen wir mal noch hier auf so Wertungsplattformen. Da ist rechts neben dir noch einer. Höher, da. Jetzt bräuchten wir einen Ball eigentlich. Dann schießen wir mal in das rote Loch. Ich glaube rechts von dir. Rechts runter, 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 runter. Das andere runter. Links. Links, 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 links. Das andere. Ja, Gott, da rechts neben dir ist auch noch was. Alter. Ich finde man hier echt so hart orientiert. Schlecht. Wo ist jetzt der Ball hin? Da ist der Ball. Noch. Ach, jetzt ist es zu spät. Und haben wir jetzt was gewonnen? Der muss rausgehen. Ich glaube, draußen sind so Spinnen. Wo unseren du... Preis. Ja. Aber für so eine Leistung sollte es eigentlich keinen Preis geben. Hat das Spielprinzip nicht begriffen. Ja. Ist nicht mit dem Spiel vertraut. Belohnungsschrank freigeschaltet. Alter.
Der linkeste. Wahrscheinlich der schlechteste. Ach, zwei Strahlen. Das war doch 10 Minuten unserer Lebenszeit wert. So. Nein. Okay, das Spiel ist mir zu krass. Wo müssen wir denn jetzt hin? Aber wenigstens haben wir eine Nav-Karte gefunden. Das stimmt. Wir haben lieber weiter Basketball gespielt. Ich glaube, der wollte wohl als nächstes spielen. Ein Stasepack. Das nehmen wir mal mit. Also das war jetzt eine von diesen merkwürdigen Begegnungen, die man so ab und zu mal in der Umkleide hat. Ja. Ja, aber echt total cool. Also ich habe wirklich leider nicht verstanden, wie das Spiel funktioniert, glaube ich. Aber man hätte einfach immer so den Ball reinwerfen müssen wahrscheinlich. So geht es mir prinzipiell seit Jahren mit Baseball. Wirklich. Ja, Baseball ist aber auch nicht so, also nicht so einfach, glaube ich. Das stimmt schon. Lasst mich rein! Jetzt kommst du in deinen geliebten Schlafbock C. Warum haben wir den jetzt mitgenommen? Ah ja, schon weg. Alles gut. Entschuldigung, Sir. Ich wusste nicht, dass der Aufzug besetzt ist. Das war jetzt gerade. Die redet bestimmt gleich weiter. Oha. Ich wollte echt die Gegner erstmal abschießen. Da ist noch einer rechts. Von dem physischen Ablauf dieser Transformation abschrecken. Bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Eine Leseraum. Sie müssen. Ihr Narren! Moment. Das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben! Das ist es, worauf wir gewartet haben! Hört sie nicht auf sie! Kommen sie zurück! Oh, hinter dir. Oh, gerade schon. Den. In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden. Ah, jetzt fängt's von vorne an. Okay, ich würde es eh sagen, bevor wir uns das nochmal anschauen, machen wir hier mal einen Cut. Und ich hoffe, ihr hattet an dem Basketballspiel genauso viel Spaß wie ich. Überhaupt keine. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dead Space mit Pierre und Marc. Bis dann. Ciao.